Was geht? Corey hier. Und ich habe einen Bibelvers für euch heute. Und zwar steht er in Römer 8, 31. Und da steht, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und da möchte ich speziell die Christen unter euch ansprechen, die Angst haben, von ihrem Glauben zu erzählen. Die versuchen, ihren Glauben irgendwo zu verstecken. Nur weil sie denken, was könnten die nur von mir denken oder was könnten die mir nur sagen oder sind ja nicht mal meine Freunde. Ich möchte nur sagen, so wenn Gott auf unserer Seite ist, so wer muss denn noch auf unserer Seite sein? Und ich möchte das nur sagen und euch ermutigen, dass Gott an eurer Seite ist und ihr ruhig stolz darauf sein könnt, dass ihr glaubt und dass ihr Jesus angenommen habt. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit so einem krassen Vers und es ist auch der Tagesvers heute und zwar steht er im Psalm 8, Vers 4 und 5 und da heißt es, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne, allen hast du einen Platz zugewiesen. Was ist dann noch der Mensch, dass du an ihn denkst? So klein und unbedeutend und trotzdem kümmerst du dich um ihn. Das ist so krass. Gott könnte so viel tun und trotzdem kümmert er sich um uns und es ist so krass. Also es ist so krass heute und ich habe es noch nicht mal ganz realisiert, weil warum? Wir sind so unbedeutend im Vergleich zu alles. Und auch Nichtchristen sagen meistens so, wie kann es sein, dass wir die einzigen Menschen sind bei so einer riesen, also die einzigen Lebewesen sozusagen, nur auf diesen einen Planeten, wenn die Galaxie noch so riesengroß ist. Und das, ich finde, das ist einfach ein Geschenk oder einfach eine Ermutigung, dass Gott uns einfach so sehr liebt und sich um uns kümmert, obwohl da noch so viel draußen ist. Sterne, Planeten, Galaxien, Lebewesen, sonst was. Und trotzdem, ja, kümmert er sich um uns. Ah, es ist so krass heute Morgen. Ich komme einfach nicht klar. Praying. Hallo, Corey hier. Guten Morgen. Ich habe einen Bibelvers für euch, und zwar steht der in Sprüche 17, Vers 17. Und da heißt es, ein guter Freund steht immer zu dir, und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Ich könnte jetzt auch sagen, klar, Jesus ist dein Freund, Jesus ist dein Bruder, aber ich möchte dich ermutigen, dass du ein guter Bruder bist, dass du ein guter Freund bist und immer für deine Freunde, für deine Familie, für alle um dich herum einfach da bist, wenn sie dich brauchen. Das war's eigentlich schon. Moin moin, was geht? Alles klar bei euch? Wie spät? Gleich 9? Okay. Ich habe einen Bibelvers für euch und zwar in Sprüche 27, Vers 5. Und da heißt es, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Und ich habe gestern schon über Freunde sein, über Brüder sein. Und es ist zwar schwer herauszufinden, wann sollte man wirklich zurechtweisen und wann sollte man eigentlich mal ruhig sein, aber ja, dieser Bibelvers, der spricht mir einfach an und sagt, wenn ich irgendwas sehe, was so ganz klar falsch ist, aber nicht nur, was ich denke, was falsch ist, sondern was ich sehe, dass dieser Person das einfach nicht gut tut, dass sie sich selber zerstört, dass sie Dinge tut, die sie gar nicht will und die das sogar schon mal gesagt hat, dann geh zu dieser Person hin und ja, wie es hier heißt, zurechtweisen. Geh zu ihr und geh in Liebe wie ein Bruder, wie eine Schwester, wie ein bester Freund. Geh zu dieser Person und sag ihr, ey, das ist nicht mal das, was du selber willst. Wieso tust du das? Und ja, bleib immer bei dieser Person. Nicht nur einmal was sagen und dann weglaufen, sondern geht mit dieser Person durch diese schwere Zeit. Habt ihr mich schon vermisst? Ich weiß, die Antwort ist immer nein, aber heute habe ich ein Bibelvers für euch. Und zwar steht er in Jesaja 25, Vers 1. Und da heißt es, Herr, du bist mein Gott. Ich lobe dich und preise deinen Namen, denn du vollbringst wunderbare Taten. Wann haben wir das letzte Mal Gott gepriesen? Wann haben wir Gott das letzte Mal angebetet?
für das, was er getan hat, für das, was er jeden Tag tut. Häufig ist Gott für uns jemand, zu dem wir gehen, wenn es uns nicht gut geht, zu dem wir gehen, wenn wir es brauchen. Aber wann haben wir das letzte Mal Danke gesagt für das, was wir haben? Danke für das, was er getan hat und das, was er noch tun wird. Und wann haben wir ihn einfach nur noch angebetet für den, den er ist? Was geht? Corey hier. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Der heutige Bibelvers ist 2. Timotheus 3. Und ich weiß nicht, warum ich so wackel. Vers 16. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Heute holen wir die Bibel wieder raus aus dem Schrank, pusten einmal ganz fest, dann kommt überall Staub hin. Das ist natürlich falsch, wir sind ja alle Musterchristen. Aber lest, was da drin ist. Gott hat uns zwar von unserer Schuld befreit, Gott hat uns zwar von unseren Sünden befreit, aber es heißt ja nicht, dass wir aufhören sollen, seinen Willen zu tun oder weiterhin nur selbstsüchtig durch diese Welt zu gehen, sondern Gott wird uns und die Schrift wird uns immer wieder offenbaren, was falsch in unserem Leben ist, damit wir weiterhin daran arbeiten können, so heilig zu werden, wie Jesus es war. Auch wenn wir es vielleicht hier auf dieser Erde niemals schaffen. Sprüche 13, Vers 20. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du die nur. Ich möchte, dass du heute deine Augen öffnest und siehst, welche Freunde tun dir gut und welche schaden dich eigentlich. Wo ist dein Standard? Ist dein Standard immer noch der Jesus-Standard? Ist es immer noch der Standard? Oder hast du schon so viele Kompromisse gemacht, dass du deinen Standard gar nicht mehr erkennen kannst? Schau wirklich auf die Freunde. Es ist schwer, Freunde zu verlieren, aber schau, wer tut dir gut und wer schadet dir nur. Und dann sag Bye-Bye. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt gut geschlafen. Ich habe einen Bibelvers für euch heute und zwar steht er in Jakobus 4, Vers 8 und da heißt es: Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Ist klar. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott vom ganzen Herzen hin. Ich ermutige euch heute an diesem Sonntag, nicht aufzustehen, nicht aufzuwachen, bevor ihr Gott diesen Tag gegeben habt. Bevor ihr den Schmutz von den letzten Tagen einfach hinter euch lasst. Und zwar, indem ihr Gott ganz bewusst eure Sünden bekennt und sagt, was einfach Gott euch offenbart hat, euch gezeigt hat, was einfach euch von Gott trennt. Und dann hoffe ich, dass du heute in den Gottesdienst gehen kannst und nicht versuchen, etwas da rauszuholen, also für dich zu holen, sondern wirklich heute diesen Tag zu nutzen, um Gott anzubeten. Um Gott wirklich anzubeten. Und dann bin ich mir sicher, dass Gott euch auch sehr nah sein wird. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Corey hier. Geht da. Alles klar. Gott ist wunderbar. Ich habe einen Bibelvers für euch. Und zwar steht er im 1. Römer, Vers 20. Und da heißt es: Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Geh heute raus. Egal wie lange du arbeiten musst im Homeoffice, sonst wo, geh heute raus, in ein Waldstück, am Friedhof, auf dem Berg, auf dem Hügel, in den Park, wo auch immer. Und schaut auf das, was von Gott geschaffen ist. Und halt inne. Ich war mal auf einer Freizeit und da haben wir uns einfach mitten am Tag irgendwo hingestellt, die Augen geschlossen und innegehalten. Und ich wusste vorher nie, was das bedeutet. Aber es ist einfach nur diesen Moment
zu absorbieren, so diesen Moment einfach aufzunehmen. Und dann schaut auf das, was Gott gemacht hat. Da gibt es keine Ausreden mehr. Gott hat diese Erde kreiert. Gott hat diese Menschen so wunderbar gemacht. Gott hat diese Landschaft so wunderbar gemacht. Da ist keine Entschuldigung. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich hoffe, ich rede nicht zu laut. Ich habe einen Bibelvers für euch heute. Und zwar steht er in Lukas 6, Vers 35. Und da heißt es: Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Fällt euch das schwer? Oder fällt euch das leicht? Wenn ihr jetzt schwer gesagt habt, dann möchte ich euch heute ermutigen und auffordern, Gottes Geist mehr Raum zu geben. Denn wenn ihr selber euch zurücknehmt, demütig seid und Gottes Geist mehr Raum gibt, dann wird es nicht mehr so schwer sein, eure Feinde zu lieben. Denn Gott wird uns die Kraft dafür geben. Gott ist Liebe. Das heißt, wenn wir mehr Liebe in uns haben, es ist leicht, deinen Bruder, deine Schwester zu lieben. Es ist leicht, deine besten Freunde zu lieben. Aber mit Gottes Hilfe kannst du auch deine Feinde lieben. Und deshalb, wenn dir irgendjemand jetzt gerade einfällt, wo du sagst, das ist ein Typ, den könnte ich niemals vergeben, bete dafür. Bete dafür, denn es ist Gottes Wille, dass wir unsere Feinde lieben. Damit möchte ich euch entlassen aus meiner Weisheit. Und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen. Ich habe einen Bibelvers für euch heute. Und zwar steht er im Johannes 8, Vers 12. Und ich habe mir gerade nur vorgestellt, ich müsste das hintereinander schneiden, dieses... Ich habe einen Bibelvers für euch heute. Wie auch immer. Ich habe einen Bibelvers für euch heute. Und zwar steht er in Johannes 8, Vers 12. Und da heißt es: Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Wie powerful. Das ist so viel Kraft. Wir können unser ganzes Leben lang in dieser Dunkelheit umherwirren und alles ist grausam und alles ist schlecht. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden diese Dunkelheit wird offenbart, diese Dunkelheit wird hell. Alles Schlechte wird weg, aus dem Weg geschoben. Move, alles aus dem Weg. Und ja, ich finde, das ist einfach nur so stark und möchte das heute auch verinnerlichen. Und ich möchte dich ermutigen, das zu verinnerlichen, dass Jesus das Licht ist. Und dass, wenn wir ihn nachfolgen, dass wir sogar selber zum Licht werden. Und deshalb, sei ein Licht, auch wenn das nicht der Bibelvers von heute ist, aber sei ein Licht heute für die Welt, wie Jesus das Licht ist. Was geht? 24 Türchen, 24 Bibelverse für euch. Und heute ist der letzte, und zwar steht er im 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Da heißt es: Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Und wie krass ist das? Wie krass ist diese Bibelstelle? Und jetzt gerade an diesen Feiertagen, wo wir uns beschenken und mit der Familie zusammen sind und wie auch immer, lasst uns doch, egal ob wir was bekommen, egal ob wir was geben, egal ob wir Familie haben, egal ob wir keine Familie, egal ob wir alleine sind, trotzdem danken, Gott danken für jeden Atemzug, für jede Klamotten, die wir haben, für das Handy, das wir haben, um das jetzt gerade anzusehen, für alles, was wir haben, ihm danken. Weil wenn Gott bei uns ist, brauchen wir nicht mehr. Und ich ermutige euch heute,
und des Rest des Jahres euch einfach glücklich zu stimmen und euch nochmal bewusst zu machen, dass egal was auf dieser Erde passiert, uns nichts von Gott trennen kann. Und das waren 24 Bibelverse. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Manchmal war es ein bisschen anstrengend, früh aufzustehen und ein Bibelvers rauszuholen. Aber es hat mir doch Spaß gemacht. Jetzt ist die Frage, soll ich damit weitermachen? Oder soll ich aufhören? Falls es da draußen Leute gibt, die bis jetzt noch zuhören und denen das auch interessiert und die einfach das mitnehmen konnten jeden Morgen, wollt ihr, dass ich weitermache? Ich werde natürlich nicht täglich weitermachen, aber vielleicht einmal die Woche oder sowas. Genau, ihr müsst mir aber dafür schreiben. Und dann weiß ich erst, ob ich das machen werde oder nicht. Also, yes. Sonst habt noch schöne Feiertage. Ich werde heute schöne 6 Stunden zu meinen Eltern fahren. Aber ich bin dankbar. Dankbar für das Geld, das wir haben, um ein Auto zu mieten. Dankbar für die Familie, die ich habe. Dankbar, dass ich gerade schön in einem warmen Bett schlafen konnte. Danke, dass ich ein Handy habe, um das hier alles aufzunehmen. Und danke, dass Gott in meinem Leben ist, dass ich das weitergeben kann.